Hallo Leute, heute möchte ich mit euch über den Weisheitscode sprechen. Was ist das eigentlich genau? Der Weisheitscode ist eine Leitlinie für unser tägliches Leben. Es vereint Spiritualität, Religionen, Kulturen und sogar Philosophie. Der Weisheitscode ist keine neue Erfindung, nein, sondern eine Sammlung von Wissen und Erfahrung aus verschiedenen Epochen und Kulturen. Es geht darum, wie wir uns in der Welt verhalten sollen, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Es gibt viele verschiedene Aspekte des Weisheitscodes. Zum Beispiel geht es genau darum, wie wir uns selbst und anderen gegenüber verhalten sollen. Es geht um Mitgefühl, Respekt, Achtsamkeit. Auch die Bedeutung von Dankbarkeit und Demut wird betont. Wir sollten dankbar sein für das, was wir haben, und demütig sein in unseren Handeln. Der Weisheitscode ist nicht an eine ganz bestimmte Religion oder Kultur gebunden. Nein, es geht um universelle Werte und Prinzipien, die für jeden von uns gelten. Wenn wir uns an den Weisheitscode halten, können wir unser Leben auf eine positive Art und Weise beeinflussen. Es kann uns helfen, ein erfülltes, glückliches Leben zu führen. Ja, zum Beispiel, leben hier und jetzt, hör auf dein Herz und solche Sachen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in den Weisheitscode geben. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, geht auf meinen Blog. Bitte lasst ein Like da und ein Abo. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.